Nachdem unser Rechner jetzt schon rechnen kann, zumindest ansatzweise, geht es als nächstes darum, Ergebnisse grafisch darzustellen. Dazu bräuchten wir einen extra Bildschirm. Wir müssen also einfach umschalten können von der normalen Darstellung, die wir jetzt schon kennen, in einen Grafikmodus, in eine andere Oberfläche, wo ich dann eine Grafik generieren kann und wo ich jederzeit auch zum Rechner wieder zurückschalten kann. Ziel wird also das sein, dass ich hier eine Grafik habe und dass ich navigieren kann. So, dazu benutzen wir den Screen Manager. Wie funktioniert das alles? Wir öffnen wieder unsere Oberflächendatei, unsere KV-Datei. Und das Erste, was wir mal machen wollen, ist, dass wir hier noch ein bisschen Farbe ins Spiel bekommen. Und da sagen wir zunächst erstmal, dass wir das Label, also dort, wo das Ergebnis drin steht, einfach mal mit einer extra Farbe beglücken. Color 100, das sind RGB-Farben und man gibt immer noch einen letzten Parameter mit an, das ist die Transparenz oder der Alpha-Kanal und das bedeutet also sattrot. Und das zweite Attribut ist der Font Size und den setzen wir jetzt einfach mal auf 30, speichern das ab. Und probieren das Ganze jetzt mal aus. So, und dann sehen wir, die Schrift ist schon mal größer, die Schrift ist überall rot. Und zwar ist das Besondere jetzt, dass also nicht nur das Label, dieses Hallo hier, dieses Ausgabefenster jetzt diese Attribute hat, sondern alle Buttons auch. Und ich kann jetzt einfach sagen, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heftig und zu aggressiv. Die Buttons, die möchte ich lieber mit einer anderen Farbe bestücken. Also Color von mir aus mal 110, das ist gelb. Speichere ich ab. Probiere es nochmal und jetzt haben wir also etwas größere Schrift. Die sind jetzt auch im Video, das ist auch im Video gut erkennbar und eben hier oben rot. Das ist das Label, das ist diese Farbe hier und gelb für alle Buttons. Gut. Wie kommen wir jetzt zu unseren auswechselbaren Bildschirmen? Dazu können wir jetzt vor diesem Box-Layout, was wir hier haben, einen Screen Manager einfügen. Das wird also jetzt quasi das Wurzelelement. Und dieser Screen Manager bekommt einen Screen. Und den geben wir einen Namen. Und zwar ist das der Name Kalk. Das ist also derjenige, der rechnet. Und zu diesem Screen gehört jetzt alles, was wir bis jetzt definiert haben. Also von Boxlayout bis ans Ende der Welt verschieben wir das alles jetzt so weit nach innen, dass es in der gleichen Höhe steht wie dieses Name. Und das müssen wir hier auch nochmal einrutschen. Das gehört ja alles zum Screen. Also das, was bisher war, ging ja hier los, ist eingeruckt, gehört zum Screen und der Screen gehört zum Screen Manager. Und wir definieren da gleich nochmal einen weiteren Screen. Und den geben wir auch wieder einen Namen. Den nennen wir jetzt Graph. Und dem geben wir ein Box-Layout. Das kopieren wir uns einfach hoch.
auch wieder vertikal und wir geben ihm in diesem Box-Layout einen Button mit dem Text Kalkulator. Und eine Aktion, die brauchen wir auch noch. Und die Aktion, die soll jetzt sein, wir wollen, wenn er gedrückt wird, dass die Root, also der Screen Manager, umschaltet auf Kalk. So, dann speichern wir das alles mal ab und probieren mal aus, ob das funktioniert. Und was wir sehen ist jetzt, dass jetzt beim Aufruf des Programms hier quasi der erste Screen aktiviert wird. Der besteht momentan nur aus diesem Button Kalkulator. Und wenn ich hier drauf drücke, dann schiebt sich der andere Bildschirm oben drüber. Und ich könnte jetzt hier berechnen, in der üblichen Weise 7 plus 1. Das funktioniert. Was natürlich jetzt nicht geht, ist, dass wir zurückspringen zu diesem Grafikbildschirm. Und wie machen wir das? Auf die gleiche Weise. Wir nehmen einfach mal hier diesen Button, der zum Kalkulator springt, her, kopieren den und sagen, wir möchten jetzt gerne hier unten am Ende von unserem Skript den einfügen. Den muss ich jetzt wieder so weit einfügen oder einrücken, dass er zu den anderen passt. Und der geht hier zur Grafik. Und dann muss ich natürlich hier das Schlüsselwort von Kalk, was ja hier steht, umändern auf Graph. So, speichern wir das, rufen unser Programm wieder auf, Kalkulator, jetzt haben wir den Kalkulator da, wenn ich jetzt auf diesen Button Grafik drücke, springt er zurück zum Kalkulator und wieder vor. Ich kann also zwischen diesen beiden Modi meines Rechners wechseln und nun fehlt uns nur noch bei der Grafik ein weiterer Button, mit dem Text und dem Zweck Grafik anzeigen. So, und hier sollte dann eine Grafik erscheinen. Alles andere funktioniert jetzt schon genauso, wie wir das haben wollen. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre, dass wir diese beiden Bildschirme einfach austauschen. Das heißt, das, was hier steht, das schneiden wir aus und bringen das ans Ende. Und jetzt ist es so, dass erst der Taschenrechner geöffnet wird und dass ich dann von diesen in diesen Grafikmodus umschalte und dann wieder zurückgehen kann. Gut, und das war's jetzt für diese Sitzung.